Alles dreht sich, alles verändert sich, mein ganzes Geld. Ich weine ihm immer noch nach, ja. Irgendwie schon. Und damit herzlich willkommen zurück. Naja, wenigstens hat es Leonardo, dem gönnt man das, würde ich mal sagen, ne? Die coole Rampensau. Ja. Wozu die zwei Teile? Egal. Desmond, bist du ein bisschen doof? Was schön ist, ist, dass wir eine Waffe haben. Obwohl wir Desmond sind. Ich wittere einen Weg, den ich nicht sehe. Warte mal. Könnte das so funktionieren? Nein. Könnte ich da irgendwie hoch? Große Mysterien tun sich auf. Irgendwie peile ich es nicht ganz. Also ich kann mich an jedem von den Teilen hier festhalten. Aber es bringt mir nichts. So, ich muss. Ich bin doof. Kann ich auch wieder hoch, bitte? Ich will da wieder hoch. Nur so komme ich weiter, weil ich doof bin. Weil ich ein Mähädchen bin. Komm noch mal rüber. Nein, oh Gott, was mache ich hier? Dam, dam, dam. Ich würde da gern wieder hoch. Wir sehen uns da gleich wieder oben. Bis gleich. So, da sind wir dann wieder. Ich hänge hier dran. Ich würde mir wohl überlegen, wo ich lang gehe, weil wenn ich falsch bin, bin ich der Gearschte. Weil ich jedes Mal die Sequenz neu starten Lucy, darf. ich bin gleich beim Eingang. Okay, gut. Wenn du da unten Gladiatoren siehst, nimm die Beine in die Hand. Die nehme ich auseinander. Ich werde es bemerken. Wobei es war eher, glaube ich, darauf gemünzt, dass wenn ich weiterhin in die Vergangenheit laufe, dann gehe nicht in die Vergangenheit zu, sondern renn weg. Okay. Schaffe ich das? Ja, passt. Mann, Mann, Mann. Ich will bloß nicht daneben springen. Ich habe keinen Bock, da irgendwo runterzufallen. Aber das hier passt ja. So. Wie gut, dass ich keine Höhenangst habe. Na, na, na. Ah, okay. Gesehen. Wow, ich werde wirklich den Apfel anfassen. Es war ein langer Weg. Du hast es dir verdient. Ich frage mich, ob er etwas ändert. Ob er die Lage zu unseren Gunsten verbessern kann. Das wird er sicher. Das muss er. Das muss er wirklich, weil sonst sind wir. Man muss ja immer überlegen, wir sind die armen kleinen Assassine. Wir sind zwar ein sehr gut organisierter Verbund, aber wir sind sehr wenige und truppentechnisch sehr schwach. Gegenüber den Templern. Deswegen wäre es auf jeden Fall sinnvoll, wenn, oder dem Story gemäß, wenn man uns eine Möglichkeit gibt, dass wir uns wehren. Wie zur Hölle haben die sich das hier gedacht? Ah, vielleicht so? Ja, so. Okay. Warum kann er da nicht durchklettern? Ich bin Was Desmond. werden wir finden? Eine Karte der Tempel, hoffe ich. Der Apfel wird sie uns einfach geben, oder wie? Ja? Oh, ist dasselbe ist da drüben. Vielleicht haben wir ja mal Glück. Vielleicht haben wir ja mal Glück. Wie lange bist du jetzt dabei, Desmond? Vielleicht haben wir ja Glück. Ach ja, das Elvis. Der war geil, der Dialog. Der hat mir gefallen. So. Oh mein Gott. Ah. Ich bin ja echt gespannt, worauf es, was noch in Revelations kommt, weil ihr müsst ja wissen, Assassin's Was für Creed. eine Anlage. Das ist das reinste Labyrinth. Im Hypogeum waren die Käfige der Gladiatoren und Apparate, die sie nach oben brachten. Die
Die ganze Anlage, in der du gerade bist, befand sich unterhalb der Arena. Gut zu wissen. So, was ich kurz sagen wollte, war, dass Assassin's Creed 2, Brotherhood und Revelations ja alles Ezio ist. Das heißt, es kommt noch mehr mit Ezio. Dementsprechend bin ich ja echt gespannt, was da denn bitte noch kommen mag. Weil, ich meine, hallo, er ist den Göttern begegnet. Er ist, hat den Papst getötet oder zumindest hat ihm Gnade dann gewährt, aber trotzdem nur sowas, weißt du? Und was soll da denn noch kommen? Er trifft auf Spider-Man oder was? Und dann kloppt er den zusammen und Chuck Norris gibt eine Backpfeife oder was? Was soll denn da noch kommen? Noch bis zum Start des Templer-Satelliten? Ich glaube, ich kenne die Antwort. 72. Warum ist heute so wichtig? Wir holen doch nur den Apfel und gehen wieder. Glaube ich nicht. Der Türcode. Jemand will ganz sicher gehen, dass wir es kapieren. Ja, bitte auch. Vielleicht werden wir hier auch nur hingelockt, Schätzchen? Ich glaube, dass wir den Eden-Apfel suchen, ist kein Geheimnis, oder? Für die Templer. Okay, hier kenne ich mich wieder aus. Schön. Ist ein Assassinensymbol. Und? Was ändert das jetzt? Ja. Was mache ich da? Naja, gut. Ich weiß schon wieder nicht, wie lange ich aufnehme. Ich bin doof. Ach so, okay. Jetzt klappt die Tür auf. Classic! Dem Nachruf auf unser Ende. Möge ihn der finden, der seiner würdig ist. Möge er ihn führen. Möge er seinen Weg vorzeichnen. Möge er die Welt retten, die wir hinterließen. Wer sind Sie? Die Welt, die Sie hinterließen, ist unsere Welt, weil Sie uns geschaffen haben. Nichts. Kacke. Nicht gut. Gar nicht gut. Wenn das hier schief läuft, dann ist aber richtig Kacke am Dampfen, wa? Wollte ich nur mal so angemerkt haben. Aber so richtig. Leggy Leg Leg. Schafft Ezio das? Glaub nicht. Ich kann es versuchen. Na. War klar. Ah, schade. Das heißt, ich darf den Spaß nochmal machen. Ja, bist du doof? Desmond! Können wir da hochklettern? Nein. Kann ich da vielleicht irgendwie so bam? Ja, genau. So hatte ich mir das vorgestellt. Tut mir leid, falls ich mich mal wieder für eure Verhältnisse extrem dumm anstellen sollte. Ich bin ein doofes Kind. Nicht wirklich. Aber... Lass mir ein! Blas mir ein! Schreiben wir die Wahrheit auf Pergament. Okay. Auf Stein. Ins Gedächtnis der Menschen. Doch all dies war unbeständig. Geläutert durch Feuer. Geläutert durch Dürre. Geläutert durch Flut. Die ganze Welt ist wieder unschuldig. Unschuldig und unwissend.
Schön. Ich habe wieder irgendwelche Knöpfe übersehen, ja genau. So, gehen wir wieder ran, klopfen die nächste Tür auf und das wäre dann auch der nächste Checkpoint. Warum leuchten die eigentlich? Da ist doch gar kein Licht. Ich glaube, wir haben einen Eingang. Okay. Dann kommt mal runter. Kommt ihr runter? Wäre schon mal schön. Okay, ich muss offensichtlich hoch. Ich dachte, die kommen runter oder so. Das wäre cool gewesen. Dam, dam. Oh mein Gott. Nein, nein. Ich komme. Jetzt darf Desmond wieder auf Klettertour gehen. Das ist niemals jemand von dir. Das sind Feinde. Das wurde auch Zeit. Na. Wo sind wir hier? Santa Maria Aracoeli. Siehst du die Säulen entlang der Gänge? Sie stammen aus römischen Ruinen. Nun, angeblich wurde diese Kirche auf einem alten Tempel der Juno erbaut. Schöne Decke. Du magst die Decke, Mann. Was für eine tolle Reisebegleitung du bist. Ja. Schön. Wohin jetzt? Da oben ist was. Ach ja, wir bleiben einfach hier unten, oder? Und beten für irgendwas. Jo, mach mal. Mann, wie komme ich da oben ran? Machen wir es so. Sollte funktionieren. Nein, Sir. Nein, Sir. Lass mich raten, der Kack geht auch noch auf Zeit. Wir schufen sie nicht, um weise zu sein. Und nun sind sie unsere letzte, vergebliche Hoffnung. Ihr seid sie. Oh. Ihr besitzt das Potenzial zu verstehen. Zerstörtet die Instrumente oder setztet sie gegeneinander ein. Wir zerstörten, was wir konnten. Verbargen, was wir nicht konnten. Schön. Freut mich für euch. Aber was soll ich dann eurer Meinung nach hier tun? Wenn Ezio sei schon, Desmond nicht macht, was er soll. Ezio hätte das besser gemacht. Da wollte ich hinaus. Jetzt diesmal bitte wirklich ran. Danke. So. Lebensmüde Desmond. Schön. Hier geht was auf. Viele. Nicht alle. Ja, darf ich jetzt... Und es bedarf nicht vieler, um die Welt zu vernichten. Wohl wahr, es bedarf nicht vieler, um die Welt zu vernichten. Hier ist es sicher. Auf ewig. Ein Ort für Dinge. Worte. Weisheit. Aber nicht Leben. Tja. Fast hatten wir die Mittel. Aber Zeit... Zeit zerfraß uns. Wir können sie vertreiben. Wir können sie durchschauen. Links ausweichen, wenn sie rechts schlägt. Aber ihr Arm ist entsetzlich lang.
Ihre Ausdauer unendlich. Wir können nicht entkommen. Nicht ewig. Oh mein Gott. Ich würde ja jetzt vor Angst sterben, wenn ich er wäre. Hallo. Das steht nicht im Bauplan. Desmond, komm hier runter. Unterwegs. Das wird lustig. Eie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